Das ist mir also eine ganz große Ehre, das Wissen von Maharishi, was ich seit vielen Jahren in mir trage und was sich auch mehr und mehr in mein Leben gefestigt hat und ausdrückt jetzt durch meinen Atem, durch meine Gedanken, durch meine Gefühle und durch meine Handlungen. Also mein Geburtstag war ein Höhepunkt für mich gestern. Das der 70. ist ja was Besonderes. 70. 70, die Zahl 7 drückt für mich aus, dass alle 7 Jahre eine Veränderung in unserem Leben stattfindet. So 7, nicht? Du hast mein Kind und dann 14, das ist schon mal so ein heranreifendes Kind, so nicht? Und dann wird man auch schon mehr in die Verantwortung gezogen. 14, 21, dann wird man ja so vom Gesetzgeber auch als voll verantwortlich betrachtet für das, was man tut. Und so, glaube ich, kann man alle 7 Jahre mal gucken bei sich. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich werde es nochmal machen, interessanterweise, was dabei rauskommt, was sich da verändert. Und jetzt 70 ist die Zahl 7, also 7 mal, also 10 mal 7 eine gravierende Veränderung. Und dann die 0, 70, 0, die 0 sehe ich immer so als das Absolute. Und es ist doch wunderschön, wenn das Relative und das Absolute zusammen sein dürfen. Und wenn dann diese Verschmelzung zwischen dem Absoluten, dem Relativen, oder man kann es umgekehrt sagen, dem Relativen mit dem Absoluten ist, dass wir dann diesen höchsten Bewusstseinszustand haben, Brahman-Bewusstsein, nicht? Aber dieses Jahr auch diese 7, 3 mal 7, 21, das sind wir erwachsen, das heißt, unser Nervensystem ist voll entwickelt und eigentlich sollten wir dann erleuchtet sein, mit 21. Von unserem Nervensystem her ist es möglich, mit 21 diese kosmische Intelligenz, diese kosmische Energie aufzunehmen und zu leben. Also nicht nur erleuchtet sein und nichts tun, sondern erleuchtet sein und dass diesen erleuchteten Zustand, dieses erleuchtet sein in sein tägliches Leben einfließen zu lassen. Ja, Sebastian, mit 21 sollte wir erleuchtet sein und unser Erziehungssystem sollte so sein, das heißt, die Eltern sollten erleuchtet sein, wenn sie Kinder bekommen. Wäre schön. Und das Schulsystem sollte so sein, dass die immer meditieren als erstes, wie es jetzt auch in den Maharishi-Schulen stattfindet, in Indien und auch in anderen Ländern. Und auch in Universitäten, nicht? Also, die sind ja schon älter, aber wenn man es dann noch nicht geschafft hat, sollte man mindestens, wenn man sein Universitätsstudium abgeschlossen hat, sollte man erleuchtet sein. Das ist eigentlich die Evolution und das ist der Sinn des Lebens und das Sinn der Zweck des Lebens, dass man nicht unwissend bis zum hohen Alter und dann vielleicht noch unwissend stirbt und dann wieder antreten muss, um seine letzten Wünsche zu erfüllen. Nein, wir sollten das jetzt haben. Also mit 21. Ist schön, ich sehe auch immer ein bisschen hier drauf mein iPhone. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es jederzeit machen, würde ich auch gerne beantworten. Und das sage ich jetzt auch nochmal. Also ich brauche das auch für mich so, dass Fragen gestellt werden. Oder ich brauche das für mich auch, dass ich gelobt werde. Und das habt ihr ganz prima gemacht, ganz toll, weil ich merke auch so, kannst du natürlich sagen, dass mein Ego, also mir ist völlig egal, Ego hin, Ego her, jeder hat ein Ego, sonst könnte gar nicht existieren. Aber mein Ego spürt dann einfach so auch diese ganzen Gratulationen, die da waren, dieses Harmonische, was sich da drin ausgedrückt hat, das Liebevolle, das Miteinandersein. Und das habe ich ja auch jetzt einmal durch euch, durch eure vielen Zuschriften, persönlichen Nachrichten, die ich bekommen habe, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Und aber auch jetzt bei meinen Gästen. Ich hatte gestern so, ich glaube, 16, 17 Leute hatte ich eingeladen. Und das hat auch für mich so ganz viel bewegt. Das ist alles so spontan entschieden worden von der Natur, dass sich das alles so ergeben hat mit den Gästin, meine Wohnung ist ja nicht so groß. Und da hat sich das so ergeben, da muss ich meine Wohnung erstmal richtig schön sauber machen, alles schön ordnen, alles so
irgendwie so eine bestimmte kosmische Ordnung bringen. Mein Schreibtisch, der stand so mitten im Raum. Ich konnte immer so, wenn ich dann gearbeitet habe, so am Schreibtisch, dann war mein Blick immer nach Osten ausgerichtet. Von Stadtparterre wäre das total richtig, aber der Schreibtisch stand quer im Raum dadurch, stand nicht ganz gerade. Und das habe ich mit meinem Bett auch schon mal gemacht. Da habe ich mein Bett einfach so schräg in den Raum, weil es nicht ganz Ost war. Also es ist schon ziemlich Ost ausgerichtet, meine Wohnung, aber ein bisschen ist so noch drüber. Und dann habe ich meinen Schreibtisch verändert, mein Bett verändert, um diese Ausrichtung nach Osten zu haben. Das Ideale von Stadtparterre ist ja, dass wir den Eingang möglichst 100% nach Osten haben. Oder als zweite Wahl, es geht auch noch nach Norden. Und denn wenn man das hat, dann kriegt man diese volle Naturunterstützung von der Natur. Ich habe das erlebt in Stadtparterre-Häusern, wo ich war. Boah, das ist so eine Energie, so eine Kraft, nicht, wie ich die in der besten Meditation habe. Schon alleine durch das Haus, wenn da diese Ordnung da ist. Und dann, wenn auch die Räumlichkeiten so sind, dass die nach Stadtparterre wieder alle ausgerichtet sind, so die Küche, Büro und alles mögliche Flure, dann ist das einfach eine volle Unterstützung von der Natur. Und diese Unterstützung habe ich jetzt so in meinen Räumlichkeiten auch erfahren, obwohl jetzt mein Schreibtisch nicht so 100% Stadtparterre wieder ist. Aber dadurch, dass der jetzt genau zur Wand passt, spüre ich eine größere Ordnung, als wie es vorher war. Und auch die Sauberkeit, kein Krümel, nichts mehr, kein Staub, alles weg. Und alles, was nicht in den Raum war und was ich nicht gebrauche, habe ich alles erstmal ins Schlafzimmer getan. Und spüre jetzt in den Raum, boah, das ist eine ganz andere Ordnung, eine ganz andere Klarheit. Und dadurch drückt sich auch wieder aus, dass wir nicht in Isolation sind. Wir sind alle miteinander verbunden und auch mit der Materie sind wir miteinander verbunden. Das heißt, wenn der Raum geordnet ist, könnt ihr mal probieren. Schmeißt alles raus aus euren Räumlichkeiten, was nicht gut ist, was euch nicht gefällt, was ihr nicht gebraucht. Die Kleiderstücke, die ihr jetzt seit über einem Jahr nicht mehr angezogen habt, tut die einfach alle weg. Könnt ihr erstmal in den Keller reintun. Wenn ihr meint, ja, vielleicht könnt ihr später wieder gebrauchen. Und dann werdet ihr sehen, ihr fühlt euch anders. Weil unser Geist ist mit allem verbunden. Und wenn wir Unordnung im Raum haben, alte Klamotten, alte Kleider rumliegen haben, die wir gar nicht anziehen, hat das einen Einfluss auf uns. Und wenn wir Ordnung schaffen, im Äußeren, schaffen wir Ordnung in uns selbst. Also das war jetzt für mich dann auch nochmal so ganz gravierend, das zu erfahren, wie sich diese Ordnung, diese äußere Ordnung auf mich auswirkt. Ein guter Freund, viele kennen ihn, Hans Vater, Shiva nennt er sich jetzt. Er war ein Sekretär von Maharishi, lange Zeit, 2,5 Jahre. Und er war gestern auch hier zum Geburtstag, habe mich auch sehr darüber gefreut. Und der sagte zu mir: Peter Bohr, was hast du gemacht? Und dann habe ich ihn einfach so gelassen, so, und ist dann ins Badezimmer gegangen und dann hier im Wohnraum. Und er sagt: Boah, das ist ja ganz anders, als wie es vor ein paar Wochen, als er hier war. Und dann hat er auch nochmal ausgedrückt, dass es ganz wichtig ist, so dass nichts quer im Raum steht, dass das Bett nicht quer steht, dass der Schreibtisch nicht quer steht. Das ist wichtiger, als jetzt so diese Ausrichtung nach Osten zu haben. Also das vielleicht als Inspiration auch, wenn man so ein Bett hat, denn nicht unbedingt nach Norden schlafen. Osten ist sehr gut, wenn man für Spiritualität mehr ist. Wenn man für Gesundheit ist Süden sehr gut. Westen ist auch noch okay, aber nicht nach Norden. Das ist nicht gut, weil wenn man stirbt, wird man mit dem Kopf nach Norden ausgerichtet, gelegt, damit sich der Körper gut schnell zersetzen kann und wieder zur Erde wird. Aber wenn wir leben, ist es gut, nicht Ost- oder Südausrichtung. Die Frage von Sebastian, wie lange dauert es für einen Durchschnittsmenschen im heutigen Europa vom Beginn des täglichen Meditation bis zur Erleuchtung? Ja, gute Frage. Die Erleuchtung hängt ja immer davon ab, wie unser Nervensystem ist, nicht? Was wir mitbringen, wenn wir uns inkarnieren und wenn unser Nervensystem noch viele Sachen so
Memories, Erinnerungen aus der Vergangenheit hat. Und daran hängen wir uns ja auch wieder fest, nicht? Und dann sind wir auch wieder ganz viel damit beschäftigen, so uns damit auseinanderzusetzen und fühlen. Klar, Moment mal, ich muss mal gerade das Telefon auf Ruhe setzen. Habe ich vergessen auszustellen. Okay, jetzt geht's weiter. Ja, das ist so die Flexibilität, die wir im Alltag haben müssen, uns immer auf gegebene Situationen einzustellen. Aber jetzt, das ist ja wichtig, dass ich das Video hier nicht ganz unterbreche. Ja, also Reinheit des Nervensystems, nicht? Und das, was wir mitbringen, Sebastian, in unser Leben, damit haben wir zu tun. Und das Beste, was wir machen können, immer so früh wie es möglich. Also ich habe Leute mit 4 Jahren eingeführt in Meditation, nicht? Und das Schlagwort für mich ist ja immer transzendieren. Das kennt ihr ja inzwischen alle ganz gut. Und das soll einfach nur ausdrücken, egal, also wie alt man ist, so nicht, aber ab 4, das ist das Früheste, denke ich, besser als 6 noch. Und dass wir also mit 4 Jahren, 6 Jahren anfangen und dann einfach unsere Stress und Verspannungen lösen. Das ist eine Waschmaschine. Die Transzendentalmeditation wirkt ja wie eine Waschmaschine, dass das Nervensystem gereinigt wird. Und in dem Maße, wie das Nervensystem gereinigt wird, erfahren wir mehr unsere eigene Natur. Das ist das reine Bewusstsein. Und wenn wir mehr und mehr unsere eigene Natur leben, dann werden wir schon immer jeden Tag ein bisschen glücklicher werden, nicht? Und das ist ja, wenn wir uns das nicht machen und immer jetzt so in diesen Erinnerungen bleiben, bewusst oder unbewusst aus der Vergangenheit, was wir mitgebracht haben, dann werden wir immer diese Last mit uns herumtragen und denken, was ist das? Warum habe ich schlecht geschlafen? Warum habe ich all meine Albträume? Warum habe ich meine Ängste? Warum bin ich frustriert? Warum habe ich kein Glück mit meiner Partnerin? Oder warum kriege ich keine Partnerin? Das hängt alles damit zusammen, weil wir Stress und Verspannung in unserem System haben. Und wenn wir Stress und Verspannung haben, wie soll dann ein Partner gut mit uns leben können? Klar, dann sagen wir ja, wir machen gemeinsame Arbeit so nicht und gucken uns die Probleme an so. Aber wie ihr wisst, durch Angucken kann man nicht transzendieren, durch Kontrolle können wir nicht transzendieren und durch Konzentration und Kontemplation können wir nicht transzendieren. Ich sage das mal so, Kurzform, Samenform, habe ich viel darüber gesprochen. Alles, was du tust und machst, so um zur Erleuchtung zu kommen, führt nicht zur Erleuchtung. Wir müssen in den Zustand von Nichtstun kommen. Oder egal, was wir machen, also in den Zustand von Nichtstun und dann kann die Erleuchtung passieren. Und wir können am ersten Tag, wenn wir das, wie ich es ja beschrieben habe, bei der transzendentalen Meditation, dass wir am ersten Tag transzendieren und dann mehr und mehr diese Transzendenz, diese Stille mit in die Aktivität bringen. Und dann wird unser tägliches Leben immer ein bisschen mehr bereichert durch diese transzendentale Stille. Und es ist egal, nicht, was wir machen. Es ist völlig egal, was wir danach machen, nicht? Wir müssen nicht unser Leben verändern. Wir müssen nicht irgendwas machen so und sagen, boah, ich muss jetzt darf das nicht machen und ich muss das essen und ich darf nicht mehr ins Kino gehen und ich darf keinen Sport treiben, so, weil das vielleicht gegen die Transzendenz ist. So alles Unsinn. So, bei den Krishna-Leuten habe ich es erfahren, die haben gesagt, naja, wir dürfen keinen Sex mehr haben, weil das ist gegen die Erleuchtung, weil die ganze Energie, die muss nach oben und so. Ich will nicht sagen, dass alles verkehrt ist, aber solange wir Wünsche haben, dann wollen die erfüllt werden, nicht? Egal was, die wollen erfüllt werden. Und wenn wir uns da zurückziehen, denn der Fall passiert genau das, was wir erfahren mit diesen ganzen Gewaltverbrechen oder dass Priester sich an kleine Jungen vergreifen oder was auch immer, weil die leben nicht ihr Leben, nicht? Die haben einfach im Kopf, so zu sein. Letztendlich mag das ja stimmen. Aber wenn wir bestimmte Wünsche haben und die nicht leben, dann sind wir nicht in unserem Dharma. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Sebastian sagt jetzt, weil soweit verstehe ich das, ich habe TM mit 20 angefangen, aber ich bin noch nicht erleuchtet und erkenne noch niemanden, der erleuchtet ist. Ich erfahre regelmäßig die Transzendenz und verliere sie im, muss sehen, weiter, im Laufe des Tages wieder. Ja, sehr gut. Es gibt viele Erwachte, Erleuchtete, auch durch die Transzendentalmeditation, klar.
Aber das ist so, guck mal, früher war das so, wenn ein Schüler zum Meister kam, der war er viele Jahre beim Meister, hat noch nie mal eine Meditation bekommen. Der war er einfach so für Meister da, hat sich um Meister gekümmert. Und dann hat er irgendwann mal seine Technik gekriegt und dann hat er mitgearbeitet. Und der Meister hat ihm alles gegeben, so durch sein Dasein und auch mit seinen Techniken, damit dieser Jüngling, der Schüler, der Erleuchtungssuchende zur Erleuchtung kommt. Kleine Geschichte, vielleicht hilft dir das. Da ging ein Meister mit seinen Schülern spazieren, mit zwei Schülern, und der eine Schüler sagte: Ja, Meister, wie viel Leben muss ich denn noch leben, um zur Erleuchtung zu kommen? Und dann sagte der Meister: So viele Leben, wie der Baum an Blättern trägt. Das waren nicht viele, 20, 30 Blätter. Das heißt 20, 30 Leben. Und der war da ganz entsetzt, so schrecklich, boah, 20 Leben noch nicht und jetzt tue ich doch schon alles nicht und dann, ja gut, 20 Leben. Und der andere Schüler fragt dann: Ja, Meister, wie ist das bei mir? Und dann war da ein Baum mit ganz vielen Blättern, voll, nicht so tausende von Blättern. Und dann war der so voller Hingabe und Ehrfurcht. Und er sagt: Boah, das ist so eine Gnade, jetzt nur noch diese paar Leben zu haben. Und im Nu war der erleuchtet. Diese Geschichte soll ausdrücken: Guck mal, wenn du meditierst und dann, wenn du es richtig machst, die meisten, die setzen sich hin und meditieren. Und was machen sie? Denken über die Vergangenheit nach oder sind in der Zukunft, machen Pläne so, sie haben Familie, machen Familienplanung in der Meditation, nicken dabei ein, werden müde, benutzen das einfach nur noch so, um vielleicht zu schlafen. Das ist nicht die Instruktion, die wir haben. Ich will jetzt nicht auf die Instruktionen eingehen. Und wenn ich gucke bei mir selbst und genau das mache, wie ich das auch auf meinen Vorträgen oder auch hier bei euch jetzt in Facebook gesagt habe, das Mantra, das löst uns von der objektiven Welt. Dadurch kommt der Geist in einen Zustand, wo er losgelöst ist von der objektiven Welt. Dann ist der Geist völlig frei. Und wenn der Geist völlig frei ist, kann er von einer Sekunde auf die andere in die Transzendenz gehen. Er kann nicht in die Transzendenz gehen, wenn ich den kleinsten Wunsch an Erleuchtung habe. Wenn ich den kleinsten Impuls habe, boah, was bringt mir die Meditation? Oder irgendwas in die Bewertung gehe. Oder denke, ach nee, die buddhistische Meditation ist viel besser, die muss ich vielleicht mal machen, so wie ich es ja auch erfahren habe, wie ich es mal besprochen habe, so nicht. Also das, alles diese Dinge halten dich davon ab, zu transzendieren. Transzendenz ist allgegenwärtig. Wir müssen keinen Weg zurücklegen, um zu transzendieren. Die Transzendenz ist da. Und aber wir sind nicht da. Das ist der Punkt. Wir sind nicht da. Wir sind nicht in der Transzendenz, weil wir in unseren Gedanken sind nicht. Und solange wir in unseren Gedanken sind, sind wir nicht in der Transzendenz nicht. Später, wenn die Transzendenz stabilisiert ist, dann ist das völlig wurscht, weil dann können wir beides sein, Transzendenz und Gedanken. Also ich sehe das bei all den Leuten so, mit denen ich im Gespräch bin, dass sie die Praxis, so wie sie bekommen haben, und wenn sie Zweifel haben und so, und meinen, sie transzendieren nicht, und ich überprüfe auch so, dann stelle ich immer fest, die sind mit irgendetwas anderem beschäftigt. Und auch, ich meine, das ist auch in der heutigen Zeit nicht so einfach, weil wir sind so gewohnt, immer etwas zu tun, um etwas zu erreichen. Und wenn wir im Tun sind, können wir nicht das sein, was wir sind, was wir schon sowieso sind. Wir sind die Transzendenz. Aber das Tun hält uns davon ab, das zu realisieren, das zu erkennen, dass wir die Transzendenz sind. Er sagt jetzt, der Sebastian sagt nochmal dazu: Das ist eine absolute geniale Technik, also die Transzendentalmeditation. Ich habe viele andere Sachen versucht: Japa, Zen, Energiekanäle, Satsang, TM ist total einzigartig. Ja, wunderschön, dass du das sagst, so erfahre ich das auch. Und aber auch wenn man jetzt, wie gesagt, transzendentale Meditation praktiziert, ist es auch gut, immer wieder
sich an diesen Instruktionen zu halten, an diese Schritte, um wirklich aus dem Denken herauszukommen, dass wir nicht glauben, so, wir müssen irgendwas machen, dass wir etwas tun müssen, um etwas erreichen, nicht? Und auch diese Kontrolle nicht, dass wir einfach aus dieser Kontrolle rauskommen, nicht? Wir sind so gewohnt, so von Schule an, von Kindheit, wir müssen immer kontrollieren, unsere Gedanken kontrollieren, unsere Gefühle kontrollieren, nicht? Und da tun wir nicht das, was wir eigentlich machen sollten oder was eigentlich von alleine, von der Natur aus geschieht. Ganz wichtig. Solange Kontrolle kein Transzendieren. Egal, was du machst. Wenn du jetzt den buddhistischen Weg gehst, da kontrollierst, nicht? Dann, und dann bei vielen Wegen ist ja Kontrolle angesagt, was ich gerade sagte, auch so bei den Krishna-Leuten, nicht? So wie ich es erfahren hatte. Ich war mal in der Ukraine und hatte dann von den Hare Krishna-Leuten einen Koch, so, und der war tot genial. Nicht? Also der hat mich so inspiriert durch seine Lebensweise und Haltweise, aber er war auch kontrolliert. Nicht? Und da habe ich gesagt, boah, obwohl er gut diszipliniert war und alles toll und auch das Essen immer so Krishna dargeboten hat und so nicht und so voller Liebe und Hingabe war. Und dann hat er es auch erzählt, das Leben mit seiner Frau und so nicht, kein Sex und so nicht. Und da spürte ich schon in der Sprache, er war frustriert. Aber er hat sich an diesen Regeln gehalten, nicht? Also kein Sex, so, nur Sex, wenn wenn ein Kind erwünscht wurde und so nicht. Und das kann man dieses jetzt, kann man übertragen auf alles. Nicht alles, nicht. Ich kontrolliere mich, ich darf nicht ins Kino gehen, ich darf dieses oder jenes nicht essen. Ich bin so alle immer in der Kontrolle, nicht? Und diese Kontrolle macht deinen Geist nicht flexibel gerade, oder? Dein Geist kann sich nicht in diese Unendlichkeit ausdehnen, was er gerne möchte, was seine Natur ist, aber weil er kontrolliert ist, nicht? Hör auf mit der Kontrolle. Und wir kommen raus aus der Kontrolle ganz einfach, indem wir transzendieren, morgens und abends transzendieren. Und da gibt es auch keine Kontrolle. Du transzendierst deine Kontrolle, Kontrollzwang oder was, wie du es nennen willst, und dann bist du immer bei dir selbst. Natürlich, und dann kommst du wieder raus und gehst dann wieder verloren. Aber am Anfang wirst du sehen, boah, diese Ruhe, boah, das ist so ein Gegensatz jetzt zu dem mit der Kontrolle. Und dann gehst du in die Aktivität und dann merkst du, dass du diese Qualitäten der Nicht-Kontrolle auch in Aktivität hast. Und letztlich ist das so, wenn du die Transzendenz, das reine Bewusstsein etabliert hast, stabilisiert hast, da kannst du nichts kontrollieren, nicht? Das wollte ich ja ein bisschen ausdrücken, auch mit meinem Geburtstag. So nicht? Jeder würde sagen, so meine Schwester sagt, boah, das ist doch gar nicht möglich, kannst doch keine Geburtstagsfeier. Ich sagte, ich habe zwei Gläser, ich habe keine Gabel, keine Kuchengabel, ich esse ja normalerweise gar keinen Kuchen, lebe vegan. Und also keine Stühle. Und wie willst du das machen? So, 15 Leute gehen doch gar nicht in den Raum rein und so. Nee, du bist aus der Kontrolle raus, denn alles wird organisiert vom Kosmos. Du lässt nur noch los, bist frei und dann passiert das, was passieren soll. Und ich war dann auch so dieser stille Beobachter und habe furchtbar viel Spaß gehabt, auch mit den Leuten so, und habe dann erfahren, boah, wie das alles organisiert wurde. Meine Nachbarin, die hat dann Gabeln mitgebracht, eine andere Nachbarin, die hat den Kaffee gekocht, so, hat Schlagsahne gemacht und so. Und so hat sich das alles ergeben, so ohne Kontrolle. Und wir haben diese schöne. Der Hans hat dann diese Kuchenzeremonie gemacht, so nicht. Es wurde auch gefilmt, wurde ein kleiner Film gemacht und so. Nicht? Und dann gab es auch jemanden, der wollte nicht fotografiert werden, wollte nicht gefilmt werden und so. Und da spürte ich auch, boah, das ist jetzt gar nicht, das war nicht so mein Ding. Ich wollte natürlich schon alle filmen, alle Leute, würde es am liebsten auch mit euch teilen. Und das ist auch so, dass nicht, dass ich davon überschattet wurde, jetzt so, dass ich dann so, oh, da ist jemand, der will das alles gar nicht. Aber es hat mich natürlich beeinflusst, hat bewirkt natürlich, dass ich jetzt keinen Film machen konnte, so einen schönen Film, wie ich eigentlich dachte, oder Fotos. Und das ist halt so, es gehört auch dazu, dass man sich dann auf die Umgebung einstellt und dann das macht, was möglich ist, nicht? Und das ist halt die Flexibilität, die ja gefragt wird immer im Leben auch, egal wo du bist, nicht? Und das dann annehmen, nicht? Und das akzeptieren. Da bin ich froh, dass ich TM mache. Da kann ich zur Erleuchtung kommen und trotzdem das Leben genießen ohne Zwang. Ja, völlig Zwang. Das Leben sollte ohne Zwang sein. Nicht? Das Leben, sobald wir das Leben nicht leben, wie es ist, egal wo wir sind, wir leben immer das Bewusstsein, das wir haben. Sonst können wir ja nicht leben.
Und wenn du das Leben anders haben willst, also lebst und du hast angenommen, du hast so Gefühle und möchtest etwas machen, so, und dann, aber andere Leute wollen es nicht haben, klar, da muss man sich immer ein bisschen darauf einstellen, nicht? Aber es ist immer gut, auf sich zu hören und das zu leben, was zu leben ist. Nicht? Wenn du Raucher bist, was ist das für ein Stress, wenn du sagst, jetzt, boah, ich darf nicht mehr rauchen, weil ich jetzt die transzendentale Meditation mache? Nee, ganz im Gegenteil. Wir sagen, leb das Leben, wie du es leben kannst. Leb dein Dharma. Und wenn du Raucher bist, dann rauchst du. Meine Mutter hat auch geraucht. Und dann 8 Zigaretten am Tag ist nicht viel. Aber nach ein paar Tagen hörte sie auf zu rauchen und sagte, nee, ich habe keinen Schieber mehr. Ich habe doch keine Lust mehr zu rauchen. Nicht? Warum soll sie rauchen, wenn sie keine Lust drauf hat? Nicht? Genauso mit dem Fleisch. Nicht? Nein, du musst ja kein. Dir keinen Zwang machen, nicht? Wenn du bist kein Vegetarier, du bist, war ja bei mir auch so, und ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, da gab es immer Fleisch und so, nicht? War schon verwunderlich, auch als Wirtschaftsberater, denn bei den Bauern zu sein, kein Alkohol zu trinken, kein Fleisch zu essen, so, nicht? Ja, aber das hat sich eingestellt. Als ich diesen TM-Lehrer-Ausbildungskurs gemacht habe, dann war kein Bedürfnis mehr da, Fleisch zu essen. Und so ist passiert das, dass man lebt das Leben, wie das Leben ist, und die Bedürfnisse, die ändern sich mit dem Bewusstsein. Und deshalb das Einzige, was wir machen sollten, immer unser Bewusstsein verändern, das heißt transzendieren, und dass es ein universelles Bewusstsein wird. Dass es nicht mehr dieses kleine, begrenzte Bewusstsein ist, das individuelle Bewusstsein. Nein, wir transzendieren, und dann in dem Maße, wie wir Stress und Verspannung lösen, verändert sich unser Bewusstsein, und es wird dann universal, das heißt kosmisch. Und dann funktioniert es nach den kosmischen Regeln, nicht? Ohne dass wir daran gebunden sind, nicht? Dann sind wir frei von Karma, sind frei von den Gunas, frei von den Naturgesetzen. Aber die Naturgesetze sind alle da für uns. Solange der Körper da sind, sind die Naturgesetze da. Und die Naturgesetze machen alles für uns. Ich sehe meinen Geburtstag, musste nichts machen und alles wurde getan. Natürlich habe ich Kuchen eingekauft, stand an, habe Sahne besorgt, so, nicht? Aber dann waren dann so viele Hilfskräfte da und haben mir geholfen, das zu organisieren. Das sind die Naturgesetze, die wirken so. Da musst, du denkst immer, du bist der Handelnde. Nein, du bist nicht der Handelnde, nicht? Und das wird ja so klar, wenn du dieses reine Bewusstsein in deinen Alltag hineinbringst, nicht? Denn der Körper tut immer was, und der kann ja nicht ohne dem sein, nicht? Du musst sprechen, nicht? Wenn es ansteht zu sprechen, sprichst du. Wenn es ansteht, dich auszuruhen, dann ruhst du dich aus. Wenn du Sonne scheint, du möchtest die nicht in der Sonne legen, dann legst du in die Sonne. Dann musst du nicht in den Kopf haben, nein, ich darf nicht und dies nicht und so und es tut mir nicht gut und so nicht. Und wenn du einen Impuls hast, leg dich in die Sonne, legst du in die Sonne, nicht? Dann machst du das. Der Sebastian ist sehr aktiv hier, sehr schön, freue mich. Was passiert denn mit dem Körper von jemandem im Einheitsbewusstsein? Muss man dann noch sterben? Nein, du musst nicht sterben, wenn du stirbst ja jetzt schon nicht, nicht? Selbst wenn du einen Körper hast, stirbst du ja nicht, nicht? Du bist ja nicht der Körper. Selbst wenn du nicht erleuchtet bist, nicht erwacht bist, stirbst du doch nicht. Dann heißt es, du kommst dann wieder, nicht? Dein feinstofflicher Körper, der rutscht dann aus dem groben Körper raus, nicht? Und du existierst weiter. Manche Leute kriegen gar nicht mit, dass sie gestorben sind, nicht? War bei meiner Mutter auch so, die ist gestorben, so, und hat nicht mehr geatmet, Herz war nicht mehr da, aber sie war noch da, nicht? Die war noch da im Raum, nicht? Die ist nicht gleich weg. Und so ist es bei anderen so. Nee, und wenn du erleuchtet bist, was heißt, du bist erleuchtet? Denn erfährst du, wenn du dann selbst realisiert hast, nicht, dann erfährst du einfach, der ist der Körper, und das anfangs ist ja noch diese Trennung da im kosmischen Bewusstsein, nicht? Aber du identifizierst dich dann nicht mehr mit dem Körper und du bist frei. Und du bist frei, weil du das Selbst bist. Du hast erkannt, du bist das Selbst. Das warst du vorher auch. Aber dann hast du es erkannt, nicht? Du hast das Selbst realisiert. Und wenn du es selbst realisiert hast, hast du keine Samskaras mehr, keine Stresse, keine Verspannung. Und das führt dann dazu, dass du frei bist. Und dann gibt es für dich kein Sterben mehr. Guck, wenn ich morgen, ich bin jetzt 70 und morgen, boah, vielleicht das Herz geht nicht mehr, irgendwas. Aber meinst du, ich sterbe? Nein. Der Körper wird wieder zu den Teilchen, zu dem, die er sich geholt hat, durch die Nahrung, die Mineralien und Vitamine, Vitamine, alles geht weg und so, Mineralien nicht gut, wird wieder zur Erde, wie das so hörst, nicht? Aus Erde bist du geboren oder geworden, und zur Erde wird der Körper wieder nicht. Aber ich bin auch nicht der Körper. Gut, das Sprechen hört auf, ich kann euch dann nicht mehr die Ohren voll plappern. Aber macht ja nichts. Das Wissen ist ja alles da, nicht? Ist ja nicht neu, was ich jetzt erzähle hier, nicht? Ist ja alles da, nicht? Also ich nehme das nicht für mich in Anspruch, dass ich jetzt hier so heute gute Ideen habe oder gute Vorstellungen und die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe.
Nein, ich bringe das Wissen, das ich von Maharishi bekomme, das hat er von seinem Meister bekommen, von Gurudev. Und da gibt es die heilige Tradition, und das ist Wissen immer so weitergekommen. Aber Maharishi war der große Seher, nicht? Der Name Maharishi, Maharishi, Maha heißt groß und Rishi heißt Seher. Der konnte auch sehen, nicht? Und das merkt man ja auch, wenn er spricht, so. Der hat das gesehen, nicht? Die ganzen Sanskrit-Ausdrücke, die er benutzt, nicht? Die hat er nicht alle gelernt. Die sind da im einheitlichen Feld und der drückt das aus, nicht? Und dann haben wir das schöne Wissen da von Maharishi, nicht? Und ich gebe das, eigentlich bringe ich ja nur das Wissen wieder von Maharishi. Oder auch aus den Veden, die sich jetzt durch mich so ausdrücken. Veden, das ist Impulse der kreativen Intelligenz, die sind da im einheitlichen Feld. Und da ich immer gut meditiert habe, immer gut transzendiert habe, nicht, da muss ich nicht drüber nachdenken, was ich sage. Es kommt aus mir heraus, so wie es kommt. So nicht. Und dann finde ich das bestätigt durch die Worte von Maharishi. Und sehe da eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Nehme aber nicht für mich irgendwas in Anspruch. Ich bleibe davon frei, nicht? Aber wenn ich so lache, das ist herrlich. Ja, ich merke, da einiger Zeit lache ich immer so, das spüre ich selbst. Und ich glaube, dadurch, gerade wenn ich mit Leuten zusammen bin und dann gackere ich so los und manche Leute, warum gackerst du jetzt so nicht? Das ist, glaube ich, dadurch löst die Spannung in der Atmosphäre auch. Das habe ich so, sehr empfinde ich das manchmal so, dass ich, so, da löst sich was, nicht? Und das ist was Schönes, nicht? Und wenn der Bliss da drin ist, so Glückseligkeit mit drin ist, dann hat das eine gute Schwingung, habe ich so das Gefühl für auf andere auch. Das habe ich auf dem Geburtstag jetzt auch gespürt, so nicht? Ich gagge da genauso rum. Und dann habe ich gemerkt, so bei den Leuten, dass da irgendwas löst sich. Und solange wir nicht völlig erwacht sind, sagen wir mal, völlig erwacht, sagen wir, ist in Gottesbewusstsein, da bist du völlig erwacht. Da bist du auch so, dieser Zustand gerade, wo du so in die Einheit kommst. In dem Gottesbewusstsein bist du auf dieser allerfeinsten göttlichen Ebene. Und da haben sich die ganzen Stress und Verspannungen, ja, was noch da ist im Kosmosbewusstsein, so ein bisschen, so ist es schwierig, es ist weg. Aber du bist ja schon im reinen Bewusstsein und die können, diese Stresse, die noch da sind, die können dich dann nicht mehr überschatten. Du bist frei davon. Bleibst in deiner Freiheit, genauso bist du ja vom Schlaf nicht mehr überschattet, da bist in deiner Freiheit da und nichts kann dich erschüttern in deiner Freiheit. Und diese Freiheit, die spürst du in dir und dann die gackerst du da rum und so. Und das ist ja so, wie Krishna mit den Gopis da rumtobt und so und sich erfreut. Das ist so diese Impulse der göttlichen Intelligenz, die sich ausdrücken im Relativen und ihre Freude daran haben, nicht? Das ganze Gackern und Sprechen, das ist ja nichts anderes als das. Nee, das Transzendentale, das sich ausdrückt, was möchte sich immer ausdrücken, nicht? Der Bliss, der ja da ist, jeder hat Bliss. Der Bliss ist da und er möchte sich manifestieren und er kann sich manifestieren, wenn da jemand rumgackert oder wenn er auf diesem Bereich ist so und dann das rauslässt, so auch jetzt dieses, was ich so euch sage und so. Das ist einfach Ausdruck so von Glückseligkeit, die sich so in dieser Form jetzt so ausdrückt, manifestiert. Und belebt, nicht? Sebastian, schau nochmal. Ich habe auch gemerkt, das Lachen ist neu. In den früheren Videos warst du ernster, alles ganz spontan. Ja, Lachen ist schön, das ist auch wirklich toll. Ja, das Lachen ist neu, das stimmt. Komm, daran kannst du sehen. Und daran muss man sich auch nicht festmachen, nicht? Egal wie jemand ist. Und ich habe manchmal Tage, boah, denn jetzt auch mit der Narkose so und dann. War ich an der Reha jetzt gerade 3 Wochen so nicht. Und dann bin ich auch abhängig oder sagen wir mal so, ich bin nicht abhängig, aber das hat einen Einfluss auf mich. Wenn ich mit Leuten, 300 Leuten zusammen bin, die haben Armbruch und alles Mögliche, ich ja auch, ich bin ja nicht, war ja nicht besser, und dann reden die nur über ihre Krankheiten, ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten und so und über die Zukunft nicht, und Rentenalter und so. Und viele waren ja schon 80 oder 90 oder 70, 60 und so. Und wenn dann nur und Probleme sind, dann hat das auch einen Einfluss auf mich, habe ich auch gespürt. So, ich habe dann so Müdigkeiten gehabt, so auch am Tage und nach so. Und habe dann bestimmte Durchläufe gehabt, so auch so auf der physischen Ebene. Und mein Blutdruck war höher als normal, so. Meine Ärzte, haben eine sehr gute Ärztin gehabt, ich bin eine wunderbare Ärztin. Und da habe ich auch ganz schöne spirituelle Gespräche mitgehabt, so. Das war so herrlich. Und das hat mich so belebt auch so. Und das hat mich so auch aus diesem Krankheitsdenken von all den Leuten so ein bisschen rausgebracht, so nicht. Und weil diese Ärztin, die war auch so, hat Erfahrung so von ihren feineren Ebenen ihres Bewusstseins. Und darüber haben wir uns ganz viel unterhalten. Wir haben uns öfters mal getroffen, so, und das hat so toll war das.
das hat mich auch wieder belebt und sie wurde dadurch belebt und dadurch ist auch ein ganz schöner Kontakt entstanden. Und ich will nur sagen, das Entscheidende ist, die Umgebung, was ich vorhin gesagt habe, die Umgebung, der Raum hat einen Einfluss auf unser Bewusstsein, auf unser Denken, auf unser Fühlen. Und deshalb mache ich die Sache auch, beschäftige dich oder sei nicht mit Leuten zusammen, die immer negativ sind. Sei nicht mit Leuten zusammen, die auf dich immer negativ reagieren. Sei nicht mit Leuten zusammen, so nicht, die so ein ganz anderes Bewusstsein haben, so ein Milieu leben, wo es nur um Alkohol geht und wo es nur um Sex geht oder wo es nur wo es um Probleme geht und so. Nein, das brauchen wir nicht. Nutzt jede Minute, jede Zeit, das habe ich gerade nochmal von Marshall gehört, fand ich so toll. Verschwendet eure Zeit nicht mit diesem Gospel. Gospel, nicht dieses oberflächliche Gerede von den Leuten, nicht wie ist das Wetter, nicht und Weltkrieg steht an oder die jetzt immer so Negativität in der Welt und die Russen, die haben jetzt mit England Probleme, so nicht wegen da, weil da zwei Leute umgebracht worden sind, nicht. Da werden die Botschafter abgezogen, nicht. Nee, ich höre mir das auch an, aber ich gehe da nicht rein, nicht. Das ist ein Unterschied. Ich kann alles hören, aber es geht bei mir vorbei. Nicht. Ich bewerte es nicht, ich mache da nichts draus, keine Geschichte und so. Und dann ist es gut. Und dann bleibt da nichts hängen. Aber wenn du so reingehst und dich damit identifizierst, nee, da hast du ein Problem in der Backe, nicht? Also bleibt immer im Positiven und beschäftigt euch am besten nur mit euch selbst, nicht? Mit eurem Selbst, nicht? Weil dein Selbst ist mein Selbst, nicht? Und das ist A und O und alles andere vergeht und bringt dir keine Freude auf die Dauer. Okay. Nico. Okay, danke Nico. Ja, ich bedanke mich bei allen, dass ihr jetzt da wart. Also ich wollte ja eine Samenform machen. Also jetzt bin ich aus dem Samenform wieder erblüht aus in die Vielheit. Und da kann man ja dann immer weitermachen. So, Entschuldigung. Nächstes Mal werde ich wieder darauf achten. Ich bin jetzt wieder selbst rausgekommen. Samenform heißt ja so, ich wollte kürzere Videos machen, weil viele Leute haben ja Probleme, die langen Videos zu sehen. Kürzere Videos. Und aber in diesen kürzeren Videos nicht so viel Geplänker, sondern den Samenform, wie die DNS, wo der ganze Mensch drin enthalten ist. Und das sind Samenformen und die längere Version sind auf meinen früheren Videos enthalten. Ich freue mich auch, da sind jetzt viele Leute wieder dazugekommen in den beiden Gruppen, die ich gebildet habe, da auf Facebook, nicht? Vedische Wissenschaft, nicht? Die eine Gruppe für Deutsch, nicht? Und die andere Gruppe ist Vedic Science, Complete Knowledge, nicht? Da freue ich mich auch so, nicht? Und da können wir auch tiefer eintauchen, noch weiter in das Wissen, dass wir uns da auch noch nähern und wirklich mehr ins Brahman-Bewusstsein schauen und entwickeln und dahin kommen und das Leben. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und dann nochmal auch bei alle, also nicht nur bei Facebook, ich habe ja auch Briefe gekriegt und auch und all den Geburtstagsgästen, die jetzt hier waren, so nicht, die manche konnten nicht kommen, haben sich entschuldigt, so nicht, und aber das war alles perfekt so. Ich bedanke mich bei euch allen für eure Liebe, für eure Wertschätzung, für eure Inspiration. Und wie ich gesagt, das tut mir auch gut. Inspiration, nicht? Dadurch werde ich dann inspiriert, wieder neue Videos zu machen oder neue Texte zu schreiben, was auch immer. Und mich zu beglücken dadurch, euch zu beglücken vielleicht, nicht? Was auch immer. Alles Liebe und alles Schöne für euch und Glückseligkeit. Jai Gurudev.